und spielt den Ball komplett auf die andere Seite raus zu Spidey. Und Spidey hat die Kochon, es geht hier am Torwart vorbei. Aber Henny ist wieder am Ball. Bam! Genau in den Lauf des Stürmers, aber Brandl ist schon wieder da. Das könnte gefährlich werden. Louis hier perfekt den Ball, der probiert es mit einem 30 Meter Chip. Müssen wir wieder ein paar Jungs einsammeln. Einer sitzt schon hinten drin. Super. Oh, nice haircut. Ja. Hallo, hallo, hallo. Also wir wussten, es wird krass, ihn abzuholen. Wir wussten nicht, da kommt der blonde Haaren raus. I like it. Schreibt mal in die Kommentare, wie findet ihr seine neue Frise? Wir werden auf jeden Fall hier 3 Punkte mitholen. Heute startet offiziell die Rückrunde von der Aufstiegsrunde. Wir spielen heute wieder gegen Urdenbach. Hinspiel 3-0 gewonnen, deswegen heute wieder easy win. Guckt euch den an, der legt schon wieder Auge auf. Ja, man muss immer ein bisschen so provokant sein, weißt du? Und am Ende gewinnen wir und dann stehe ich da und sage, hab ich schon gesagt, Leute, hab ich schon gesagt. Heute nach langer Zeit ist wieder Mario Bratte, Mario Versace im Tor. Es hat aber verletzungstechnische Gründe, weil wir würden Meli niemals aus dem Tor rausholen. Meli hat gesagt, diese Woche wird es schwer mit dem Tor. Wir befragen ihn gleich selber mal, wenn er kommt. Mensch, der Jungs, Rückrundenstart. Wir hätten eine Woche frei. Wir sind im Gegensatz zur letzten Saison, zu den letzten Jahren, immer gut nach Pausen zurückgekommen. Und das will ich heute auch. Vor 2 Wochen gegen Höser, das war eine Ansage. Das war eine Ansage. Bisschen defensiver. Der weiß eh nicht, was ich meine. Aber ich liebe dich. Egal was ist, wir werden das Spiel gewinnen. 3 Punkte holen. Auf geht's, Männer. Let's go. Und da ist er schon, die Melone, die sich hier wirklich hochgearbeitet hat. Von so einer kleinen Melone zu so einer riesigen Wassermelone. Weißt du, wir würden dich niemals so grundlos benchen. Was hast du? Ich habe den Ischiasnerv entzündet. Wie hattest du mir das genau beschrieben? Was meinst du nochmal? Das ist bei dem Freistoßtor gegen Kosovo, der reingegangen ist. Ich bin halt voll auf den Arsch gefallen. Also Arsch tut weh. Arsch tut weh. Meli hat Arschschmerzen. Ischiasnerv ist entzündet. Meli hat Arschschmerzen. Was mit Taki passiert? Ist einfach aus wie Eminem, Alter. Was ist das denn? Very dangerous. So Doppel, okay? Doppel, yeah. Yeah. Mini-mini Doppel. I understand. So mini-mini attacking, okay? Attacke. 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 Er sagt, die Gegner sind groß und stark, wir müssen die eventuell doppeln. Weil dann unterschätzt er meine Fähigkeit. Ist Taki jetzt Super Saiyajin geworden oder ne, was wird heute passieren? Ab heute beginnt sozusagen die neue Saison. Weil alles, was wir uns noch in den verbleibenden Spielen erspielen, was wir an Routinen reinbekommen, was wir an Konditionen reinbekommen, an Erfolgserlebnissen, alles, was wir jetzt noch erreichen, das nehmen wir mit in die nächste Saison. Das sage ich euch direkt. Also, deswegen müssen wir heute noch mal eine Schippe drauflegen. Ab heute spielen wir sozusagen doppelt. Wir arbeiten doppelt, wir kämpfen doppelt und wir gewinnen doppelt. Also, komm! Jetzt gilt's, ne? Wir können viel reden, aber jetzt gilt's, Jungs. Ihr habt eine Aufgabe, ihr habt sogar mehrere Aufgaben, ne? Denkt dran, Jungs. Heute brauchen wir Leute, die da reingehen. Und das über 90 Minuten. Über 90 Minuten. Es ist ganz wichtig, dass wir das über 90 Minuten halten. Kein Prozent weniger, Jungs. Alles! 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 Stopp! Jungs, wenn wir alles gewinnen, sind wir oben. Wir sind ein Team! Und damit startet heute offiziell die Rückrunde. Wenn wir auf jeden Fall noch eine Chance haben, dann müssen wir jetzt wirklich alles gewinnen. Boris setzt direkt mal hier erste Akzente. Wir machen wieder früh Druck und Fischer erobert den Ball, spielt ihn auf unseren Super Saiyajin Taki, der auf Louis, der leitet ihn weiter auf mich. Ich nehme ihn mit in den 16er, verliere dann aber leider den Ball. Erstmal sind die Urden hier an der Pille und Louis ist schon wieder dazwischen, zieht in den 16er, will am Gegner vorbeigehen und holt immerhin die erste Ecke. Ich spiele hier den Ball auf Taki und Taki hat hier die Übersicht und spielt den Ball raus auf Pablito. Der liest das Spiel und schlägt jetzt hier einen weiten, hohen Ball in Richtung Louis. Louis macht den Ball jetzt hier fest, will ihn nochmal zurücklegen, aber da ist ein Verteidiger dazwischen. Kleines Kombinationsspiel von FC Brotatatas und Pablito direkt mit dem linken auf Louis. Der steht aber leider im Abseits. Das wär's gewesen. Der Ball befindet sich auf unserer linken Seite. Ein Spieler vom Gegner will mich hier nass machen. Tanzt hier die ganze Zeit, kommt da vorbei, kann auf jeden Fall den Ball hier in den 16er schlagen. Wird verlängert zum nächsten Spieler, aber Pablitos Arsch verhindert hier Schlimmeres. Ist gut, die sind da. Langsam werden die Urden warm, die starten nämlich direkt den nächsten Angriff. Der Ball kommt zur Nummer 9, aber Mario muss immer noch nicht eingreifen. Da
haben wir nochmal Glück gehabt. King Louis legt hier den Ball zurück auf mich und ich suche hier wieder Taki. Und Taki hat da ein bisschen Platz und hält einfach mal von 40 Metern drauf. Der Schuss ist gar nicht mal schlecht. Und die Feuerwehrmänner mit der nächsten Aktion Richtung unser Tor. Über unsere rechte Seite wird jetzt Nummer 10 in den Strafraum geschickt. Das könnte gefährlich werden. Nein, der Henny grätscht da rustikal den Ball ab und den Gegenspieler gleich mit. Ein Urde aus dem Mittelfeld schlägt jetzt hier mit einem Chipper den Ball hinter die Viererkette. Ja, da ist ein Spieler durch, ist aber schlechter Winkel und er haut ihn auch gegens Außennetz. Bist du noch? Ja, Junge! Boah, Junge, ich könnte ausrasten, wirklich. Er darf da niemals durchkommen, Alter. Dieser Ball über die Linie darf niemals durchkommen. Wir haben bis dahin immer noch nicht gut ins Spiel gefunden, aber der Gegner hat auch noch nicht allzu viel gezeigt. Ja, jetzt wird hier der nächste hohe Ball hinter die Kette geschlagen. Yannick läuft aber mit, da gab es eine Berührung und Yannick fällt da unglücklich und bleibt erstmal liegen. Ah ja, ja, Yannick, mein Bester. Oh no. Das sieht nicht gut aus. Die Urden am Ball, aber Henny macht da viel Druck und will das Spiel direkt offensiv gestalten. Wir haben aber in der ersten Halbzeit gefühlt gegen eine chinesische Mauer gespielt. Doppelpass von Louis klappt nicht ganz, der ist ungenau, aber Henny ist wieder am Ball. Wird dann einfach mal vom eigenen Mann Max abgeräumt und das sah ganz schön schmerzhaft aus. Das war wieder der Klassiker, ja. Wir locken uns hier selber weg. Henny bleibt auf jeden Fall erstmal eine gute Zeit liegen. Er hat da wohl angeblich auch Sternchen gesehen, aber konnte dann weitermachen. Die hilft ihm hier auf und Henny ist ein Kämpfer. Pablito am Ball, jetzt vielleicht mal die Chance, offensiv wieder was zu reißen. Spielt den Ball auf mich, ich gebe ihn direkt im Zauberfuß wieder zurück. Das ist das Beste, was ich machen kann. Pablito spielt ihn rüber auf Taki. Taki auf Außen auf Fischer, das sind mal ein paar Pässe, die endlich ankommen. Fischer zieht nach innen, versucht's mit der Flanke, aber ihr seht, die letzten ein, zwei Pässe kommen einfach nicht an. Kurz vor der Halbzeitpause hier nochmal eine brisante Szene. Ja, Taki spielt jetzt hier den Ball auf seinen Sechserkollegen Boris. Der will den Ball weiterspielen, aber da ist der Gegner dazwischen und der spielt direkt in den Lauf hier vom Stürmer. 1 gegen 1, aber Mario Bratte mit dem Tentakel hält hier den Ball und auch im Nachgang schaffen die Urden es nicht, hier nochmal nachzusetzen. Der Bratte holt sich direkt den Ball, ja, und schlägt ihn weit nach vorne. Das sind wirklich geisteskranke Bälle und Fischer kriegt jetzt einfach hier einen Arm in die Fresse rein, Digga. Was ist denn da los? Ei. Ja! Nein, Mario! Junge, Oktopus! Oktopus! Ganz, ganz wichtiger Save von Mario. Und jetzt steht Louis beim Freistoß bereit und den semmelt er mal gediegen übers Tor. Da hatte der Schiri auch die Schnauze voll und hat erstmal zur Halbzeit gepfiffen. Alles gut mit deinem Bein? Vielen Dank, schon wieder. Alles gut, 0-0. Wir machen unser Ding noch. 3-0, Leute. 3-0. Schafft das noch. Es ist schwer, es kommt nur anstrengend, das Spiel. Wir werden einmal wechseln, taktisch bedingt, gar nicht irgendwie böse. Pablito geht nur kurz runter, nur taktisch bedingt. Marius kommt dafür auf rechts, weil wir dann nochmal einen robusteren haben, der die Bälle auch verlängern kann, gegebenenfalls. Marius geht vorne rechts rein, wird aber in dem Moment, wenn wir nach vorne spielen, auf der 10 sein. Taki wird mit dem Ball, sprich auch in dem Kugelmuddel, Achter sein. Heißt, Boris ist klarer Sechser. Und genau in dem Moment, wenn ihr seht, dass die Gegner langsam vorkommen und abpressen, geht ihr in eine Ecke, beziehungsweise geht ihr so ins Halbfeld, der Ball kommt dahin, bam. Ihr merkt, das ist so ein Spiel, da passiert nicht so richtig viel. Deswegen, wir müssen Konzentration so hoch halten, so hoch halten. Ihr habt gesehen, einmal war, ein Fehler, Konzentration. Boris kann immer passieren, aber ihr habt gesehen, dann hat es lichterloh gebrannt. Heute wird die Mannschaft gewinnen, die größere Konzentration und am Ende natürlich auch den größeren Willen hat. Und ich will, dass das wir sind, okay? Ja, lass die Köpfe jetzt nicht hängen, ja. Nur weil es 0-0 steht. Letztes Mal stand es 3-0 zu der Zeit, aber es ist nichts verloren hier. Wir machen noch ein, zwei Dinger und dann haben wir das. So, ab in die zweite Hälfte, auf dass sie besser wird. Ja, wir legen den Ball direkt hier nach hinten. Guck mal, wo Mario mitspielt. Der will den Ball direkt hier nach vorne hauen. Haut ihn aber ins Aus. Die Jungs aus Urdenbach waren zu Beginn der zweiten Halbzeit noch etwas verwirrt, haben vergessen, dass wir die Seiten gewechselt haben. Er spielt den Louis hier perfekt den Ball, der probiert es mit dem 30-Meter-Chip und der küsst tatsächlich noch die Latte. Buria aus Moria, jetzt hier mit einem weiten, langen Ball in den Lauf von Spidey. Der könnte fast ein bisschen zu weit sein, aber nein, Spidey kriegt ihn hier noch mit einer Grätsche. Louis noch kurz am Ball, ja, aber leider können wir nicht mehr draus machen. Es war auf jeden Fall ein sehr offenes Spiel. Das nächste Tor könnte alles entscheiden. Der robuste Majus erarbeitet sich den Ball, spielt dem Gegner aber den Ball in den Fuß und damit ganz viel Glück, dass der Rasen nicht getrimmt war. Henny spielt jetzt hier den Ball nach vorne, ja, aber der Gegner passt auf und holt sich die Pille und knallt jetzt hier drauf, abgefälscht von Spidey, sein Fuß genau in den Lauf des Stürmers, aber Bratte ist schon wieder da und verhindert hier Schlimmeres, ey. Nächste Weltklasse-Parade vom Oktopus. Die anschließende Ecke
findet nicht wirklich einen Abnehmer. Mayo steigt hoch und der Fischer kann ihn erstmal rausklären. Natürlich perfekt zum Lewis, der den Gegner abschirmt und jetzt den Konter einleitet. Kann er den Konter einleiten? Nimmt jetzt noch was Tempo raus und der geht ins Aus. Abstoß, der gegnerische Torwart. Ja, der kommt auch hoch und weit. Tropft jetzt hier erstmal rum, bis der Ball zu mir springt. Und ich hau den einfach mal nach vorne. Der Marius ist schon da und macht den hier fest. Ja, im Zusammenspiel mit Taki kann sich Marius jetzt hier durchsetzen. Spielt den hier in den Lauf von Luis. Luis ist auf einmal im 16er und schiebt das Ding einfach rein. 1:0, was ist denn hier los? Ey, spring nicht vor der Kamera rum. Nein! Ja! Ganz, ganz wichtiges Tor von Luis. Jetzt ist der Knoten geplatzt. Holzi wirft sich an diesen Ball rein. Der Nachschuss bringt auch nichts. Max ist dazwischen. Spielt den Ball jetzt die Linie runter auf Luis. Wieder dieser Luis nimmt da Fahrt auf und hat ganz viel Zeit. Und den Kopf oben. Flankt den Ball butterweich rein auf Taki. Der nimmt ihn vorm Tor an und knallt ihn einfach rein. Das ist das 2:0. Was ist los hier, Alter? Einfach die Kids laufen aufs Feld. Digga, was ist hier bitte los? Direkt legen wir das zweite Tor hier hinterher und die ganzen Kiddies kommen wirklich auf den Platz gestürmt und feiern da mit uns, geisteskrank. Also Taki trifft auf jeden Fall auch mit der neuen Frise, ja? Der Typ ist einfach eine Maschine. Jetzt war der Gegner gebrochen, da klappte nichts mehr. Holzi ist am Ball, spielt ihn auf Fischer, Fischer direkt auf Taki. Taki, Taki, Rumba sieht mich da auf dem Flügel starten, spielt mir den Ball perfekt einfach nur in den Lauf. Luis im Rückraum, Rückraum, ja, ja. Ja, Junge, ja, Junge, ja, Junge, ja, Junge. Ja, Junge. 4:4 jetzt, 4:4 jetzt, rechts, warte. Let's go! Und jetzt guck mal bitte, wie Mo dieses Tor von Luis gefilmt hat. Der ist so immer noch besoffen. In der ganzen ersten Halbzeit haben wir gefühlt nicht einen Torschuss gehabt, ja. Und jetzt knallen wir hier den Urden innerhalb von 10 Minuten 3 Tore um die Ohren. Und wir sind immer noch heiß, wir machen immer noch weiter. Ja, Taki macht hier Druck im Zentrum, wir erobern den Ball. Spidey auf Luis und Luis hier in den Lauf von Marius, der geht ab wie Schmidts Katze. Ist hier jetzt im 16er, versucht den Ball noch quer zu legen, aber diesmal ist ein Verteidiger dazwischen. Danach ging Luis raus, der hatte sich die Pause auf jeden Fall verdient und dafür kam Fight, unser Fighter. Ein Abschluss von Mario Bratte. Ach du Kacke, wie weit kommt der denn? Der Ball springt jetzt hier ein bisschen rum und Taki nimmt direkt den Ball aus der Luft und hält hoch und geht dabei weiter. Ja, deswegen wird er jetzt hier direkt von den Beinen geholt. Aber er steht direkt schon wieder und will sich da fast boxen. Keine Ahnung, macht er noch Boxmoves? Dafür gab es auf jeden Fall die erste Gelbe im Spiel. Fight ist direkt ready, diesen Freistoß reinzubringen. Der kommt gut, aber leider ist ein Urde dazwischen und der zweite Urde klärt den auch raus. Ein Wurf von den Urden, ja, in unseren 16er hinein, aber der Bratte fängt den Ball einfach ab. Ja, das strahlt hier keinerlei Gefahr aus. Und der Bratte haut direkt auch schon wieder die Pille ganz weit nach vorne da in den Lauf von Veit. Der macht hier Druck gegen den letzten Verteidiger, aber der Ball springt jetzt hier leider ins Aus. Und dieser Einwurf fliegt Urdenbach direkt um die Ohren. Der Nummer 12 spielt dem Fighter den Ball in den Füßlein. Fight macht das schlau, spielt den Ball hintenrum auf mich. Ich spiele ihn rüber auf Marius. Der will mit einem kleinen Trick am Gegner vorbei, aber schafft's nicht ganz. Trotzdem, Marius ist ein Kämpfer und wirft alles nochmal da rein. Und dem ist alles scheißegal. Mann, hinter Mann! Starker Mann! Was war das? Mal wieder ein Lebenszeichen von den Gegnern. Ja, die Nummer 10 geht ab und versucht sich hier durchzutanken. Geht an Taki vorbei und Boris und Taki nehmen den Typ hier in die Mangel und holen ihn komplett aus dem Leben, ne? Taki liegt jetzt ja auch auf dem Boden. Keine Ahnung, was da los ist. Aber ja, das geht ein Freistoß. Und der Freistoß wird direkt ausgeführt und geht straight in die Baumkrone hinein, ja, nicht, dass da ein Vogelnest war, ey, das ist ganz schön gemein. Jetzt waren wir nicht mehr zu halten, wir waren nicht mehr zu bremsen, wollten aber trotzdem noch ein paar Tore schießen. Taki auf Marius, Marius wieder auf mich auf dem rechten Flügel. Ich nehme den Ball mit, gehe jetzt an der Nummer 7 von Urdenbach erstmal vorbei, will ihn jetzt reinflanken, aber er blockt ihn, checkt mich jetzt ein bisschen um, aber Schiri pfeift nicht, ist okay, kann man durchgehen lassen, aber aus der Aktion wird nichts mehr. Ja, ja, ja.
Ein Angriff von den Urden, ja, aber Taki ist direkt dazwischen, erobert den Ball, fight auf Boris und Boris direkt in den Lauf von Taki. Taki hat jetzt hier die Übersicht und spielt den Ball komplett auf die andere Seite raus zu Spidey. Und Spidey hat die Kochonne, es geht hier am Torwart vorbei, vernascht ihn und legt den Ball auch noch rein, ey. Taki war auch schon im Vorhinein am Jubeln, er hat gesehen, das wird ein Ding, ey. Out of Norway, ja, haben jetzt hier die Urden eine Ecke und wir lassen hier einen Mann ungedeckt und er köpft das Ding rein, ja, nur noch 4-1. Wie kann das sein, Digga? Erste Halbzeit 0-0 und auf einmal fallen hier schon 5 Tore. Ich bin 2 Sekunden draußen und es fällt ein Tor, hä? Das können wir natürlich nicht auf uns sitzen lassen. Wir wollten unbedingt zu 0 spielen, deswegen revanchiert sich der Majus jetzt hier auch einfach mit einem Kopfballtor und es steht 5-1. Ja, Junge! Halt wieder gut gemacht! Hey, diese Torhüter, ne? Die sind so torgefährlich. Majus, Mario. Nur ich hab kein Tor. Die letzten Sekunden laufen hier noch von der Uhr. Die Urden sind hier noch im Ballbesitz, aber da wird abgepfiffen und wir gewinnen damit 5-1. Das erste Spiel der Rückrunde. Geil! Mit diesem wichtigen Sieg bleiben wir auf Tabellenplatz 3 und die Chance vom Aufstieg lebt weiter. Der Fisch hat auf jeden Fall keine Geräten mehr im Keeper. Was ein Spiel, was ein Spiel. Die erste Halbzeit können wir vergessen, aber die zweite Halbzeit war so krass, so geil gekämpft, Alter. Richtig. I like it. Und jetzt duschen, Alter. Jetzt haben wir uns das Duschen verdient. Hab ich schon gesagt, Leute. Hab ich schon gesagt.